Hi, schön, dass ihr wieder zu einer neuen Folge Strange of Paradise eingeschaltet habt. Heute geht's in die zweite Mission, die zweite Nebenmission. Lernen sprechen, guter Mann. Die Villa rein. Letztes Mal mussten wir ja zwei so Stunde platt machen. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Erhalte Ogertöter. Okay, ich muss irgendwie wieder was finden. Alles klar. Habe ich das letztes Mal noch gemacht, die Jobpunkte verteilt? Nee, Dunkelritter bin ich mittlerweile nicht mehr. Ich bin ein leeren Ritter. Einen Punkt habe ich. Ja, die habe ich verteilt, okay. Aber meine Ausrüstung habe ich bestimmt nicht optimiert, ne? Doch, habe ich auch. Okay. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Noch nicht viel. Ah, lilane Schleime. Let's go. I expect to be impressed. What? Wie viel Schaden machen die denn bitte? Ah, die fahren so Stacheln aus, okay. Die Stacheln tun weh. Okay, dann kann ich mich jetzt für mehrere Richtungen entscheiden, so wie es aussieht. Ich gehe mal zuerst hier hin. Wir müssen ja dieses komische Ding finden. Ist ja so wie in der einen Mission, wo wir diesen Dreizack finden mussten. Nehme ich mal an. Wo geht das hin? Das geht in diesen Raum. Oh, da ist ein Türchen, was noch nicht geöffnet werden kann. Okay, dann gehen wir zuerst hier hin. I can't do this for much longer. Jack, hör auf zu jammern. Alter, was ist hier los? Warum werde ich ständig getroffen? Ich bin noch irgendwie nicht in the zone. Aber es kommt noch. Gehe ich mal fest von aus. Wir müssen auch nur noch 7 Level mit dem Job hier machen. Dann ist der auch fertig. Dann können wir, denke ich, mal den Weißer nehmen. Das stellt halt ein Upgrade zu unserem Weißmagier dar. Obwohl ich das eigentlich nicht so brauche, weil er nur Schwarzmagie und Weißmagie kann. Also quasi beides. Aber der wird wahrscheinlich bessere Stats auch haben. Wo ist die letzte Spinne? Ich will da nicht unsanft rein gehen. So, da haben wir sie. Sie hat mich gelähmt, aber das ist kein Problem, weil der Oger ist beschäftigt. Oder der Hühne. Mixer, du schlägst hier niemanden. Da ist nicht das drin, was ich suche. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht mal den einen Raum, wo das rote Tor war, vielleicht hätte reingehen sollen. Da war noch ein anderer Raum. Oh nein, Schleime. Schleime sind gefährlich. Aber da ist irgendwas. Die sind halt super gefährlich. Okay, einer ist weg. Ich krieg einen Trank, das ist sehr wichtig. Und ich krieg noch einen Trank, sehr wichtig. Gute Item-Drops.
Das als Chaos bekannte Wesen existierte ursprünglich nicht in dieser Welt. In Wahrheit kann es nur entstehen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Es muss mit Hilfe von Verzehrungen, dem Willen eines Kriegers und starken Emotionen ausreichend Finsternis erzeugt und in einen dunklen Kristall gebunden werden. Nur dann kann Chaos entstehen und den Kristall der Macht entreißen. Das lässt darauf schließen, dass die mystischen Krieger des Lichts wohl ebenfalls einen externen Katalysator benötigen, ohne den sie wohl nicht entstehen könnten. Es ist zwar nur meine Vermutung, aber ich glaube, mit der Strahlung eines gesunden Kristalls einen geeigneten Medium, dafür böte sich ein dunkler Kristall an und den Willen eines Kriegers. Nein, ich sollte diesen nichtigen Gedanken nicht weiter ausführen. Die Antwort kenne ich schließlich. Die einzigen Helden, die fähig sind, Cornelia aus dem abscheulichen Griff der Lufthansa zu befreien, sind Jack, Sophia, Neon, Ash und Jet. Daran hege ich keinen Zweifel. Mhm. Und wer hat das geschrieben? Okay. Das sind zwei Explosionsdinger, aber keine Gegner anscheinend. Ich kann hier... Oh, das war vielleicht nicht schlau. Ich komme jetzt nicht zurück, nämlich mehr. Das sind viele Gegner, da ist wieder Möglichkeit Getränke gegeben. Ah, die droppen irgendwie gar nichts. Ah doch, tun sie doch. Ja, das ist der... das ist doch kein Point of No Return. Du kommst hier wieder hoch. Interessant. Ich denke immer mehr, dass ich vielleicht mich bei der roten Tür hätte umschauen können. Vielleicht doch nicht. Da kann man... Da kann man die Tür schrotten. Da ist aber ein Pisco-Dämon. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die böse sind. Deswegen werde ich mich zuerst mit der Spinne anlegen und die erledigen. Genau, nicht zum Zaubern kommen lassen. Wenn wir erstmal an ihn dran sind, dann geht das. Ja, natürlich erwischt er mich. Aber er ist erledigt. Und das ist das Wichtigste. Wir können die rote Tür in Eimer machen. Und damit können wir eine Tür einreißen. Wo? Dann lande ich auch bei der roten Tür, ne? Oder? Ja, da wäre sie gewesen. Okay, dann können wir zum Speicherpunkt, glaube ich, zurück. Oder? Ne, hier waren die Schleime, ne? Ne, das lassen wir. Auch wenn ich Tränke voll auffüllen kann. Das lassen wir. Ah, hier ist sowieso ein neuer. Dann kann es, denke ich, nicht mehr weit sein bis zu dem Ding, was wir finden sollen. Oh, vielleicht doch, weil da ist schon wieder ein Shortcut. Auf der anderen Seite wartet schon ein Hühner auf uns. Enemy spot. Come on, follow me. Okay. Neue Tür, die ich öffnen kann.
Das heißt, wieder auf die Suche nach einem Schalter gehen. Trank kriege ich, sehr schön. Sind hier noch irgendwelche versteckt oder war das der eine, der hier umhergeschlichen ist? Okay, dann müssen wir hier lang. Andere Möglichkeit habe ich nicht. Bewegt ihr euch? Ich mache euch mal vorsichtshalber kaputt. Okay. Links oder rechts? Nein, keine Lust. Schleime plus Pisco-Dämon. Ah, hier ist aber nur eine Kiste. Okay. Das heißt, ich muss zu dem Pisco-Dämon. Oh, Trank. Sehr schön. 7 Stück. Die Item-Drops schmecken. Oh, 3 Stück. Ah, scheiße. Er hat mich erwischt. Aber das hat diesmal nicht so viel Schaden gemacht. So, mach den ersten Schleim weg. Ah! Ah! Lol? Werden die Schleime von den Attacken des Pisco-Dämons getroffen? Das ist ja fett! Greift ihn an, Leute! Dass seine Willensleiste runtergeht. So, und wir kriegen wieder einen Trank. Das ist richtig cool. Look here. So stört das auch nicht, dass ich auch mal öfters Tränke verwende, wenn ich sie ständig wieder bekomme. So, und hier ist der Berghühne. Plus Bomber. Aber auch der Schalter. Ich wollte den Berghühn gar nicht angreifen, ich wollte die Kleinen erst machen. Okay, sehr gut. Habt ihr den anderen Kleinen schon erledigt? Sehr gut. Du wirst nicht mit Steinen nach mir, ich glaube, es sackt. Er hat leider komplette Willensliste. Ah, jetzt sackt er ein. Du greifst mich nicht. So, und das war's mit dir. Und wir haben das blaue Tor somit geöffnet. Quasi. Ah, und das ist der Shortcut. Ja, stimmt, da war einer. Ich habe ihn ja gesehen. Ja, das Level... Der Aufbau des Levels passt wieder. Haben sie gut gemacht. Muss man ihn lassen. Let's head back. Just what we needed. So, jetzt muss ich bloß wieder überlegen, wo das war. Das blaue Tor war das hier. Was haben wir da? Guruga-Maschen. Da ist eine Sackgasse. Bald müsste es eigentlich kommen, weil wir quasi am Anfang der Villa sind, wo wir in der Hauptmission gestartet sind. Also kann es eigentlich nicht mehr viel sein. Ich hab ihn, okay. Okay, keine dicke Herausforderung. Die bewacht. Okay, aber... Nehme ich. Und Joberlöser kann jetzt Jet... Okay, dann gehen wir nicht in den Chaos-Tempel. Das ist nämlich die allererste Mission gewesen. In das Leid der Narren.
Oh, sehr trostlos. The Lufenians sent me here. Why? What are they trying to accomplish? And where? Where did this desperate urge to eradicate chaos come from? Jack, if this is what we think it is, if this really came from our homeland, from Lufenia, then they must already know what's going on here. Astos, he's not just monitoring and recording the status of the darkness. He's reporting back to his superiors. Let's kill these monsters and pry some answers out of him. Naja, er hat uns letztes Mal auch keine Antworten gegeben und hat gesagt, ja, mach die Monster platt. Wahrscheinlich wird er seine Haltung nicht sehr verändert haben. Wir können erstmal unseren Job ein bisschen aufleveln. Ich habe 4 Punkte. Und Samurai hat 2 Punkte, aber wir haben bestimmt Anima-Splitter bekommen. Ja, aber nicht viele. Damit kann ich nicht so viel anstellen. Aber wie gesagt, besser als nichts, ne? Zack. Der wird auch langsam. Langsam, aber er wird. Nee, ich wollte mich schick machen. Oder bestmöglich ausrüsten. Na, so viel verändert sich nicht. Okay. So. Obwohl, da komme ich zurück. Okay, wo muss ich jetzt genau lang? Hier kann ich ja auch lang. Hier geht's rüber. Spinnies! Oh, Spinnies ist runtergefallen. Was war das denn gerade? Ich hatte einen Soundaussetzer. Für eine Millisekunde. Ja, wir sind in einer heißen Gegend anscheinend. Haltet mich für bescheuert, aber das ist doch Final Fantasy VI, oder? Musik erkenne ich jetzt nicht so wieder, aber die Umgebung ist aus Final Fantasy VI. So, in der Mitte des Spiels, da gibt es so eine Szenerie, wo Kefka ein bisschen durchdreht. Where do you think Lufenia is? Somewhere far away, I'm sure. Not just in distance. But in time, too. I can't even visualize that. Imagine you're a worm squirming in the mud. The Lufenians are birds soaring through the sky. They could eat you if they wanted, but they'll probably... Wäre das der andere Weg gewesen? Nee. Man konnte halt ganz am Anfang einen anderen Weg nehmen. Ja, die Würmer halten ein bisschen was aus, ne? Ah! Ich bin tot. Ich unterschätze diese Würmer immer wieder, diese scheiß Rolle von denen. Dann kann ich hier am Anfang mal gucken, was hier auf der anderen... Oder? Das war doch... Ich bin hier gerade ausgegangen, ne? Ja, genau. Was hier ist, das wird wahrscheinlich dann eine Sackgasse sein, ne? Weil das sah bei der anderen Ebene so aus, als ob man einfach runterspringen könnte. Und dass es dann da weitergeht. Was ist das für ein Tor hier? Ja, das scheint ein anderer Weg einfach zu sein. Die
Die Frage ist, welcher ist richtig? Obwohl, hier ist nur eine Kiste. Da war nur eine Kiste. Und hier? Hier geht's weiter. Those who sent us here are afraid of this world reconnecting back to their own. In other words, they're terrified the past they abandoned will come back to haunt them. Are you two talking about the Lufenians? It's like that story wasn't all fantasy. Enemy spotted. Time to go to work. Ein Seelenschinder. Das wird wahrscheinlich ein Upgrade vom Pisco-Dämon sein. Sophia Jet, mach mal ein bisschen ernst. Vor diesem Ding habe ich Respekt nämlich. So, der ist weg. Das Vieh kann ich nicht unterbrechen. Das ist schlecht. Ich hab die Kombo versaut. So, jetzt. Ja, das Areal hier ist ziemlich weitläufig, wie es scheint. Ich kann hier Anima-Dinger anscheinend holen. So wie es scheint. Glaube ich jedenfalls, dass das da das in ist, was ich da raushole. So, von da bin ich gekommen, ne? Glaube ich jedenfalls. Okay, das wird, glaube ich, ein Areal, wo ich mich sehr gut verlaufen kann. Man kennt meinen Orientierungssinn. Nicht da rein. Also da könntest du theoretisch runter, würde ich sagen. Das ging bei dem Würmern doch auch. Ich werde mich hier hoffen. Ein Kaktor! Bleibst du hier? Ja, Kaktor schön in der Sackgasse. So will ich das sehen. Boom! Okay, da kann ich so schon runter. Aber das möchte ich ehrlich gesagt noch nicht. Now we've got an easy way back. We should take this chance to rest. Okay, das merken wir uns mal. Wo ist das? Was? Ich habe auf der anderen Seite einen Speicherpunkt gesehen, aber hier ist eine Wand irgendwie. Das wird wahrscheinlich meine Aufgabe sein. Dass ich dieses Tor hier schrotte. Frage ist, wie komme ich da am besten hin? Ich nehme erstmal den anderen Weg. Aber das scheint hier ja irgendwie ein Shortcut zu sein. Sehr merkwürdig. Ich gehe mal erstmal hier runter. Die Orte heißen, wir haben ja hier alle verschiedene Namen. Ich muss wahrscheinlich durch diese farbigen Tore überall durch. Und dann macht sich da vielleicht ein Weg auf, wo das Tor gerade versperrt ist. Aber wie gesagt, ich bin noch ein bisschen verwirrt hier. Und werde mich verlaufen. Beziehungsweise habe ich das schon. Move!
Oder ich muss die ganzen Gegner in den Arealen umklatschen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, ich muss einfach nur durch dieses Türchen gehen. Okay, hier ist ein Save-Punkt. Kenne ich den schon? Ich glaube nicht, oder? Nee, den kenne ich nicht. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Wegen dieser lilanen Tür da oben. Treasure. Aber ein Savepunkt ist schon mal so ein Indiz dafür, dass man richtig ist. Würde ich mal sagen, oder Leute? Deswegen aktivieren wir den mal. Oh, ich habe bessere Waffe gefunden. Sehr schön. Da oben ist auch irgendwie... Da leuchtet was. Hier ist runtergefallen. Komm, geh da hoch. Du wirst mich nicht runterschießen. Oh, Fisco-Dämon, heilen. Oder Sehenschinder, wie sie jetzt heißen. Wäre schön, wenn die KI helfen würde. Dann würden wir auch den schneller down kriegen. KI hat keine Lust, okay. So, weg ist er. Habt ihr den grünen Spacko weggemacht? Gut. Das war schon ein bisschen heftiger bewacht, muss man sagen. So, was ist das für... Das ist ein Teleporter, richtig? Richtig. Wo bringt ihr mich hin? Nein! Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Schlund das Tor aufmacht. Heil dich doch endlich, Jack! Ja, und das war's. Okay, ich muss erst die Gegner umklatschen und dann die Statue machen. Ich geh mal ein, versuch mal hier einfach durchzulaufen. Das ist ja ein Teleporter. Die Statue kann halt Flair zaubern. Okay, der Dicke ist schon mal weg. So, und den Flair umgehe ich ein bisschen. So, das Ding ist fast kaputt. Okay, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. I think we overdid it. Who cares? At least we learned something useful. Ja, wir haben eine Insel irgendwo runtergeschmissen. Let's smash some more statues. Da muss ich hin. Da ist noch ein Teleporter. Den Weg müssen wir finden irgendwie, Leute. Das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Irgendwie sieht es hier auch komplett anders aus, ne?
Warte, ich benutze ihn gerade mal. Wo bringt er mich hin? Bin ich wieder am Anfang? Ja. Okay, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Wir müssen noch weitere dieser Statuen anscheinend finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.